64 Jahre alt. Ich sage ihr immer, sie sind meine Vorzeigepatientin. Sie kam mit Knieschmerzen seit 3 Jahren. Okay. Gonarthrose 2. Grades, wurde im Röntgen gesehen. Bänder sind aber stabil, kein Meniskuszeichen. Aber sie kann das nicht richtig beugen. Ja, nur bis 90 Grad und mehr geht nicht. Und sobald man mehr reingeht, dann schreit sie auf. Der Orthopäde wollte eine Operation machen. Tschüss. Aber sie wollte es nicht und sie kam dann sozusagen hierher. Beziehungsweise sie wurde gezwungen, hierher zu kommen. Sagen wir es mal so. Nee, es war, da hat jemand anders für sie den Termin ausgemacht. Genau. Ja, und dann kam sie hierher und dann, okay, das schaut man sich dann natürlich an und dann fragt man nach. Zustand nach Appendektomie, Blinddarm kam raus vor 40 Jahren oder so. Und sie hat eine so große Narbe hier in diesem Bereich gehabt. Ja. Und dann haben wir diese Narbe bearbeitet, auch im kleinen Becken ein bisschen therapiert. Und das Knie ist frei. Sie hat am nächsten Tag angerufen. Gell, Petra, warst du das, die das Telefonat entgegengenommen hat? Genau. Sie hat am nächsten Tag angerufen, hat gesagt, das Knie ist frei, ist super, hat sich sehr bedankt. Das Knie haben wir aber nicht angefasst. Ja? Das heißt, die Ursache der Kniebeschwerden kommt gar nicht von dem Knie selbst, sondern von einer anderen Struktur. Und hier war es halt Glück oder wie auch immer, dass wir dann direkt beim ersten Mal sofort alles gelöst haben und es weggegangen ist. Ja? Und man kann im Röntgen dann eine Arthrose sehen oder auch nicht. Die Arthrose wird wahrscheinlich eine Folge sein der Fehlbelastung im kleinen Becken. Diese Züge hier in diesem Bereich, das zieht an diesem Knie und das verdreht es in eine bestimmte Position. Und im Alltag beim Gehen reibt es halt an einer bestimmten Stelle und dann entsteht das. Und wenn man das über 10 Jahre macht oder 20 Jahre oder 40 Jahre oder wie auch immer, dann nutzt sich das immer mehr und mehr ab. Das ist halt, deswegen sage ich, sie hat noch andere Erkrankungen gehabt und es ging immer gut. Ah, stimmt, ich habe ja noch ein Beispiel von ihr. Sie hatte nämlich immer wieder Mandelentzündung. Sie kam sie dann halt später, hat Mandelentzündung gehabt. Ja, immer wieder Mandelentzündung seit 20 Jahren. Und relativ häufig, also so 5 bis 10 Mal im Jahr. Mandeln sind schon raus, dann so eine Rachenentzündung. Beim Abtasten merkt man, dass diese Halsfaszie hier total verspannt ist, auf der linken Seite. Und sie hatte mal eine Toxoplasmose gehabt, das ist so eine Erkrankung, die über Katzen übertragen wird, im Kopf oben links, hier drin, was auch eine Sehschwäche nach sich gezogen hat. Sie konnte nur noch 40% auf diesem Auge sehen. Das heißt, sie hatte Brillen bekommen und hatte dann hier ein Problem nach dieser Toxoplasmose. Dann sind wir halt an dieses Os Parietale gegangen, das ist dieser Knochen hier. Das Grüne hier, ja, und haben das gezogen und während ich daran ziehe, das war noch nicht mal eine Minute, ja, macht sie so, ich kann wieder durch das linke Nasenloch atmen. Ja, das war nur ein Ziehen hier oben und das konnte sie seit 20 Jahren nicht. Und im Zuge dessen hatte sie dann auch einen Augenarzttermin und das linke Auge ist wieder in Ordnung. Ja, die Brillen wurden angepasst und es war alles okay. Ja, also sie ist heute leider nicht da. Aber das sind Menschen, die laufen umher und das ist so passiert. Also ich erfinde jetzt nicht Fälle für hier unten. Genau. Und es kann mal gut gehen, es kann auch nicht funktionieren. Aber wichtig ist, dass wir halt schauen wollen, was kann denn die Ursache von was sein? Und das ist hier die Ursache, wahrscheinlich eine Verklemmung. Also es geht noch ein bisschen tiefer bei ihr. Sie hat nämlich noch ein Problem hier unten und dann verzieht es die ganze linke Seite. Da muss man nämlich einmal hoch, einmal runter. Schauen, kommt es jetzt von unten und zieht das Ding runter oder kommt es von oben und zieht es hier hoch? Genau, da müssen wir halt dran arbeiten, aber das Auge ist zumindest wieder in Ordnung. Genau, und sie hatte dann auch keine, sie hatte halt eine Belüftungsstörung gehabt in den Nasennebenhöhlen auf der linken Seite, die wurden dadurch auch gelöst und dann hatte sie jetzt seit einem halben Jahr keine mehr gehabt. Ja. Genau. So, Fallbeispiel 48 Jahre, eine andere Dame, extreme Heiserkeit mit Stridor und Dyspnoe beim Einatmen. Ist das zu? Beim Ausatmen ist eine sehr raue, eine rauchige Stimme gewesen. Das war einfach komplett sehr zu. Sie hat rezidivierende Infekte der Stimmbänder gehabt,
Narbengewebe am Kehlkopf und sollte auch dann operiert werden in Heidelberg. Ja? In der Anamnese mit 20 Jahren, also vor 28 Jahren, hatte sie ein Schleudertrauma gehabt, einen Autounfall. Seitdem immer wieder Migräne, wo man nicht genau weiß, wo das herkommt. Wurde dann zwischenzeitlich 2013 noch an der Bandscheibe operiert, und zwar an der Halswirbelsäule. Das heißt, der Schnitt ist hier vorne. Das ist jetzt nicht gerade förderlich für diese Geschichte. Und die Stimme wird zunehmend schlechter und schlechter. Und wie gesagt, sie hat den Termin zur Operation und dann kam sie aber nochmal hierher. Genau, und da haben wir gesehen, dass die vordere linke Halsfaszie und die rechte hintere Halsfaszie verspannt waren, irgendwie so verdreht, ja, da und da. Und dann nimmt man das Gewebe in die Hand, ja, und bewegt das rechts und links, drückt diese Faszie aus. Das, was wir vorhin gesehen haben, wie sich das bewegen muss, ne, das muss hoch und runter gehen, das ging bei ihr gar nicht. Ja. Und das bewegt man frei. Und die Uni Heidelberg hat selbst die OP abgesagt. Er sagt, wenn der Zustand jetzt so ist, dann brauchen wir nicht operieren. Ja, dann lassen wir das in Ruhe. Der Eingriff hätte mehr Komplikationen, als dass er jetzt irgendwie Heilung bringen könnte. Damals hatte man ja nicht gewusst, wie man weiterverfahren soll. Und es wurde auch immer schlimmer. Ja. Aber wenn man halt nochmal osteopathisch drauf guckt, sieht man andere Strukturen. Man muss das Gewebe manchmal in die Hand nehmen und auch ein bisschen bewegen. Ja. Also, kurzum, wir stehen für eine verstandsorientierte Medizin. Ja, Osteopathie möchte, dass wir mit dem Verstand arbeiten, dass wir dieses Sapiens aushängen lassen und dass wir gucken, dass wir irgendwie weiterkommen. Vielen Dank für eure Achtsamkeit. Dankeschön.